Okay, ich fange nochmal an. Also, willkommen zum Zeitalter des Menschen, zum Anthropozän. Beziehungsweise besser zum anfangenden Epoch, den wir Menschen angefangen haben. Also danke für die Einführung. Ich möchte einiges davon jetzt skippen, aber ich möchte sagen, dass ich selbst ein Geologe bin. Aber ich habe etwas in meinem Erasmus-Semester studiert. Also es gibt da von der EU Programme für, falls ihr Studenten seid. Ihr sollt sie auf jeden Fall benutzen, wenn ihr EU-Studenten seid. Ihr müsst vielleicht noch ein paar Credit-Punkte in eurer Heimuniversität bekommen, aber versucht es auf jeden Fall. Und auch, wenn sie es nicht machen, eure... Ja. Wir bräuchten kurz einen kurzen Crashkurs über Chronostratigraphie. Das ist das Zuordnen von Zeitaltern zu Erdschichten. Und hier kann man zum Beispiel einen Seestapel sehen. Man sieht die verschiedenen Schichten. Sie sind verschiedenfarbig und haben verschiedene Materialien, aus denen sie bestehen. Und in diesem Beispiel hat man mehrere hundert Millionen Jahre von geologischer Geschichte. Wenn ihr in den Grand Canyon zum Beispiel rein mal gegangen seid, seht ihr mehrere Billionen Jahre. Wenn man also in den Valley herunterläuft, dann sieht man verschiedene Zeitalter an einem vorbeilaufen. Und je tiefer man reinkommt, umso älter sind die Steinschichten. Vereinfacht sind sie bei jeder Art von sie sind bei verschiedenen Prozessen hauptsächlich Kristallisierung gemacht, woraus dann am Ende sozusagen Steine werden. Und so nennen wir diese verschiedenen Steinschichten Strata. Die Sedimente, die da abfallen, sind größtenteils von Organismen, die in den Wasserkörpern sind. Und immer wenn etwas in der Erdgeschichte verändert, dann ändern sich also auch diese Sedimente. Sachen fallen, sinken zum Beispiel schneller runter oder andere Materialien sinken runter und so kann man dann die verschiedenen Schichten voneinander unterscheiden. Und ich habe euch erst mal ein Bild gezeigt, jetzt zeige ich euch ein Textbeispiel. Das ist der durchschnittliche internationale ein Bild aus einer internationalen Skala für die verschiedenen Schichten der Erde. Beachtet bitte die Versionsnummer oben in der Ecke. Als ich diesen Talk eingereicht habe, war es noch 2016-09. Die Klimawandlung lässt die Pole schneller schmelzen, deswegen ist schon wieder eine neue Folie. Hier hat man von links nach rechts die Hierarchie der hierarchischen Zeiteinheiten. Wir sind also aktuell im Zeitalter des Holozäns und in der Age of, was haben wir noch nicht? Und die Epoche davor, das Pleistozän, ist die Epoche, in der wir von der Eiszeit in die Warmzeit gewechselt sind. Da kommen wir her, wir Menschen, und jetzt sind wir nun im Holozän. Das letzte wichtige Detail in diesem Vortrag sind die GSSPs, die Golden Spikes. Die werden gebraucht von uns Geologen, um zu definieren, wo die Grenzen sind zwischen den Zeitaltern. Zum Beispiel im Holozän kann die Deuterium-Konzentration sich ändern durch das grönländische Eis. Und somit können wir bestimmen, wann die Epoche sich ändert. Als Beispiel können wir chemische Prozesse oder Eigenschaften oder physische Eigenschaften zum Beispiel in diesem Comic benutzen, um die Epochen zu bestimmen. Zum Beispiel in der Mitte ist Jurassic Park. Die sind alle ausgestorben, als der Meteorit eingeschlagen ist. Und in der oberen Schicht finden wir die Fossilien der Dinosaurier und danach finden wir nur noch Säugetiere. Wenn ihr es zusammenfassen wollt, lest es bitte kurz selbst. Ich mache eine kleine Pause und sonst trinkt sie was. Es hat für mich alles ein bisschen mit Stress angefangen.
we're good. Okay, ich glaube, wir sind soweit. Also bitte behalte diese drei Punkte im Hinterkopf für den nächsten Teil des Vortrags. Jetzt tauchen wir ein in die Diskussion über das Anthropozän mit der momentanen Definition. Das Anthropozän ist das aktuelle der Zeitabschnitt, in dem sich verschiedene Prozesse durch den Einfluss der Menschen verändern, die einen Einfluss auf die Entwicklung des Erdsystems in der Zukunft haben. Die menschlichen Aktivitäten sind, ihr könnt euch vorstellen, was es ist. Ich werde noch mehr darüber reden. Und den Status und die Dynamik. Also sind die Sachen wie, dass zum Beispiel die Pole schmelzen oder dass Spezien aussterben. Und es gibt Unterschiede oder Veränderungen in den Zyklen für die Carbon- oder Nitro-Kreisläufe. Was ich sagen möchte, ist, dass diese Kräfte das Anthropozän verändern und nicht, dass das alles von uns Menschen gemacht ist. Weil Einfluss ist nicht dasselbe wie Kontrolle. Wir sind ziemlich einflussreich, aber wir sind sicher nicht kontrollierend. Und wir verstehen auch nicht alles und wir verstehe auch manches nicht, was passieren wird. Aktuell ist das Anthropozän auch nur ein Konzept, das im Jahr 2000 gemacht wurde. Es gab schon ein bisschen länger die Idee. Dieser Mann hier links, der dieses Zitat gemacht hat, hat einen Nobelpreis dafür gewonnen. Er ist ein Beispiel dafür, wie die Gemeinschaft, die Weltgemeinschaft zusammenkommen kann, um ein Problem zu lösen. In den nächsten Jahren wird diese Epoche vorgeschlagen werden. Wenn ihr ein Versionskontrollen-Fan seid, wie ich, dann ist das Anthropozän noch nicht mal gestaged. Es ist also noch keine Epoche, die existiert. Ein wichtiger Punkt, den ich festhalten möchte, ist, dass dieser Vortrag verschiedene Bereiche beinhaltet. Wir haben natürlich die Umweltprobleme, die sind alle miteinander verbunden, aber manchmal ist es wichtig, sich auf ein paar zu konzentrieren. Die Menschen, die dann das große Bild im Blick behalten, sind diese Arbeitsgruppen in der Universität von Leicester. Das ist ein Sekretariat, aber es ist natürlich eigentlich ein globales Konsortium von verschiedenen Wissenschaftlern über verschiedene Disziplinen hinweg. Vielleicht habt ihr es diesen Sommer mitbekommen, dass die Diskussion hitziger wurde, denn es gab da eine Abstimmung und einen Report, wie diese Arbeitsgruppe fortfahren möchte in der Zukunft, um ein Proposal zu formulieren. Was ich jetzt machen möchte in diesem nächsten Beitrag, ist, euch über diese Voting-Optionen zu erklären und einmal durchgehen, wie sie entstanden sind und wie sie angekommen sind. Die zwei Punkte. Und wir diskutieren nun, welche Golden Spikes wir benutzen, welche Signale sie aufzeigen. Und die Frage ist dann natürlich, wann hat das Zeitalter des Menschen, das Anthropozän, gestartet? Verschiedene Optionen stelle ich jetzt vor. Und um das zu machen, stelle ich jetzt das XKCD vor. Nee, doch nicht. Ah, doch. Okay, wir starten mit dem Ende der letzten Eiszeit. In der Mitte, das Weiße, ist minus 1 plus 1 Grad Celsius, die wir erfahren haben. Nach der letzten Eiszeit haben wir uns niedergelassen. Und hatten seitdem einen großen Einfluss auf das Aussterben von vielen Säugetieren. Also wenn wir auch überall auf diesem Planeten nachschauen, wir können überall sehen, dass die großen Säugetiere ausgestorben sind, nachdem wir angekommen sind. Teilweise hat es auch eine Klimaveränderung, aber größtenteils ist es die Schuld der Menschen. Also sozusagen eine Mega-Fauna-Aussterben. Diese drei Teile zum Beispiel, diese drei Unterdiskussionen sind in diesem Record aufgelistet, also auch in dem Record der Geologie.
Da gibt es den Vorschlag, dass das Holozän mit dem Anthropozän ersetzt werden soll. Leider hat das nicht, beziehungsweise nicht leider, das hat nicht viel Anschlag gefunden mit 0 Votes. Wenn die Menschenpopulation steigt, braucht man natürlich eine gewisse Art und Weise, also einen gewissen Grad an Agrarkultur, also halt das Bestellen von Land, das Düngen von Land, die Morphologie eines einer Fläche verändern, damit man darauf Pflanzen wachsen lassen kann. Wir sehen diese Signale überall auf der Welt und auch nach Hunderten und Tausenden von Jahren können wir noch immer diese verschiedenen Rückstände sehen, also zum Beispiel, dass verschiedene Dünger benutzt worden sind. Es gab dann noch ein paar weitere Votes, aber grundsätzlich, sie hat gerade ein Problem mit dem Delay. Ich glaube, sie wollte sagen, dass man grundsätzlich aber noch immer sehen kann, dass die Menschen daran schuld sind. Und dann... Okay. Okay, gehen wir zu einem offensichtlichen Kandidaten, die industrielle Revolution. Damals wurde die Kohle die Hauptenergiequelle der Welt und damit kam auch die, Umweltverschmutzung von Kohlestaub. Und jetzt, vor allem die europäischen Nationen, die haben die Welt erobert, die haben die Umweltverschmutzung mit sich gebracht und seitdem haben wir auch ein globales Signal, das wir sehen können. Aber auch das wurde abgelehnt. Okay, und jetzt wird die Frage politisch, weil alles bisher hat in der Vergangenheit, in der weiten Vergangenheit stattgefunden. Und niemand, der aktuell noch lebt, war daran schuld. Aber jetzt betreten wir das 20. Jahrhundert. Und für die Geologen zum Glück ist vieles da, was man benutzen könnte. Leider nicht so gut für uns. Und es gibt noch einen dritten, der ist nicht im Excarcidizat. Und das sind die Plastik, also die verschiedenen Kunststoffe, die mit der Konsumkultur aufgetaucht sind. Und es gibt Hinweise, dass das die geschichtlichen Geologierekorde betritt, denn Plastik, also Mikroplastikpartikel zum Beispiel, sind überall im Wasser und sinken in die Sedimente ab. Und der Plastikteil wurde ebenfalls abgelehnt. Und nun haben wir einen Showdown zwischen den Atomwaffen und den fossilen Emissionen. Bevor wir diesen Showdown aber auflösen, bin ich da glücklich, dass beide Themen schon in Vorträgen vorgetragen worden sind. Ich schlage euch vor, dass ihr diese Vorträge euch anhört und anguckt. Es gibt interessanterweise eine Verbindung zwischen den beiden Themen. Auf der einen Seite haben wir Maschinenbau und Physik, auf der anderen Seite Geologie, Chemie und Klimaforschung. Und Archäologie findet ebenfalls damit statt. Vielleicht wisst ihr, es gibt die Radiokarbon-Methode, die benutzt wird, um das Alter von biologischen Samples zu bestimmen. Ihr wisst zum Beispiel, dass in der Atmosphäre radioaktive Isotop C14 existiert. Das fällt auf die Pflanzen herab und wenn lebende Organismen diese Pflanzen essen und dann aber sterben, dann hören sie auf, das C14 zu konsumieren. Und wir können das datieren. Wenn wir ein biologisches Sample haben, können wir bestimmen, wie viel noch übrig geblieben ist mit der Halbwertszeit des Isotops. Das beträgt 370 Jahre. Können wir erforschen, wie alt das biologische Sample ist. Und durch unsere Nukleartests haben wir eine Menge... Das ist ein sogenanntes Radioaktivitätsbombengraph. Biologische Samples, die in dieser Zeit erstellt worden sind, fangen mit einer Menge mehr Carbon an.
Die wirken also viel jünger, als sie eigentlich sind. Allerdings werden wir bald in der Zukunft den Equilibriumspunkt finden, in dem, je nachdem, welcher von diesen Konzentrationswegen wir nimmt, werden zukünftige Samples deutlich älter aussehen, denn wir haben radioaktives Kohlenstoff durch die Tests und fossile Brennstoffe in die Luft gepustet. Man kann sich ja gut vorstellen, dass mit 30.000 Jahren Halbwertszeit die Fossile deutlich älter sind und keine radioaktiven Materialien mehr beinhalten. Also sozusagen das Verunreinigen betrifft auch die Vergangenheit und die Zukunft. Okay, das ist ein sehr interessanter Golden Spike. Aber der wurde auch abgelehnt. Okay, und jetzt sind wir noch beim Ende dieses Showdowns. Wir sind beim Plutonium-Fallout und beim fossile Brennstoffe-Fallout. Die produzieren zwei goldene Spitzen, zum einen die Aktivität und die CO2-Konzentration in der Luft. Der Vote war 10-5 für die nuklearen Waffen. Und erinnert euch daran, es geht um Geologie, die müssen Sachen in den Materialien haben, also etwas, das wirklich aus dem Himmel fällt, das dann radioaktiv ist im Stein. Also es ist deutlich interessanter als etwas, das in der Luft bleibt. Ich möchte zwei wichtige Punkte machen. Ich habe darüber bisher relativ leicht gesprochen, aber das sind zwei sehr komplizierte Themen, zwei sehr wichtige Themen. Der Graph geht weiter. Wir haben das Problem, dass die Wissenschaft teilweise trocken von Emotionen sein muss, damit man einen klaren Kopf bewahren kann. Wir sollten nicht vergessen, dass das sehr schreckliche Themen sind teilweise. Außerdem haben wir hier eine Mischung zwischen den geologischen und den, also dem geologischen Teil der Diskussion, der nur auf der biologischen, und dem biologischen Teil der Diskussion. Robin Frank hat darüber geredet, letztes Jahr. Und ich empfehle euch, den Vortrag ebenfalls anzugucken von letzten Jahr. Und nun sind die Geologen, alles, was sie brauchen. Sie haben ein klares Ziel, was zu suchen ist in der geografischen Historie. Das dauert ein bisschen, bis das recherchiert wird. Projekte laufen momentan. Und in ein paar Jahren werden wir höchstwahrscheinlich einen formellen Antrag, dass das Anthropozän als Epoche in der geologischen Epoche akzeptiert wird. Dann wird es eine internationale Abstimmung geben. Da kann ich leider nicht sagen, wie lange es dauern wird. In einigen Fällen hat das viele, viele Jahrzehnte gedauert. Und wenn das dann aber passiert ist, können wir davon ausgehen, dass das ICS dann geupdatet wird, ziemlich schnell. Okay, wenn wir beim Theme dieses Kongress bleiben, das ist Still Work, also nein, aktuell nicht mehr. Wir sahen diese repräsentativen Konzentrationen, die sind von der IPCC. Wir sind auf diesem Teil, also hier nach unten. Und noch vor ein paar Tagen ist die CO2-Konzentration in der Luft über 400 ppm gekommen. Vor der industriellen Zeit war es bei 200. Und bitte beachte, dass das nicht fossile Brennstoffe, Abgase sind, sondern das beinhaltet auch die natürlichen Quellen dafür. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ist die fossilen Brennstoffkonzentrationsausscheidungen, also Verbrennungen reduzieren. Also wenn ihr was machen wollt, versucht etwas in eurem Leben zu finden, das direkt fossile Brennstoffe verbrennt und dadurch CO2 in Luft abgibt. Und 20% ist was Einfaches, was man ausrechnen kann, und versucht 20% weniger davon zu machen. Und natürlich ist das kein individuelles Ding, das jeder alleine lösen kann. Wir müssen das globalweit mit Kampagnen machen. Es gibt zum Beispiel die Studenten-Divestment-Kampagne in der US, wo Studenten versuchen, ihre Administration, ihr Government, also ihre Regierung davon zu überzeugen, nicht mehr in fossile Brennstoffe verbrennende Unternehmen zu investieren.
Denn wir müssen aufpassen, die Ressourcen, die wir aktuell verbrauchen, die werden uns schon über das 2-Grad-Ziel hinaus katapultieren. Der sogenannte Stranded Assets, die die Firmen in ihren Büchern haben, die nichts wert sind, und alles, was sie gefunden haben, das ebenfalls wertlos ist, ja. Und eine Sache, die man etwas kritisch ist, man kann immer noch recherchieren, wie man kann immer noch lernen, wie man fossile Rekorde in der Universität lernt. Man muss auch darauf aufpassen, dass man Leute nicht ausbildet für Berufe, die später gar nicht mehr gebraucht werden. Außerdem, nahe bei der Entwicklung gibt es auch noch Verhalten. Da gibt es einen sogenannten Rebound-Effekt. Also manchmal erwartet man, eine gewisse Menge an Energie oder Ressourcen zu sparen, wenn man eine neue Technologie einführt, aber dann merkt man, dass die Veränderung des Verhaltens der Menschen all das auffrisst, was man da eigentlich hätte haben können. Zum Beispiel, wenn Leute mehr Autos fahren, dann verpesten die Luft viel mehr, auch wenn die Motoren verbrennungsärmer werden. Es gibt auch vielleicht ein Beispiel für die sogenannte Superkonversation, also wenn man mehr spart, als man eigentlich gedacht hat. Wenn ihr sowas kennt, dann bitte sagt es mir, ich suche danach. Wir haben über Autos geredet, also die Verbrennungsmotoren werden immer effizienter, aber die Autos werden schwerer, mehr Funktionen werden eingebaut, sie verbrauchen mehr Energie insgesamt. Außerdem auch hier in unserer Community kann man sehen, wir bekommen auch immer bessere Batterien, aber wir benutzen unsere Geräte auch viel mehr. Also brauchen viele von uns auch noch externe Batterien. Also das sind auch Verhaltensprobleme. Ich möchte nicht auf GitLab rumhacken, die haben ein wirklich gutes Produkt gemacht, aber was die gemacht haben, was sie bewerben, ist sogenanntes Convenient Computing. Also CPUs werden immer besser und immer günstiger, also benutzen wir es für jede Kleinigkeit, die wir uns irgendwie vorstellen können. Und das ist ineffektives Verhalten, das die Fortschritte in der Technologie negiert. Aber was man mitnehmen kann, ist, dass Technologie alleine uns nicht retten wird. Man muss also schon mit dem Verhalten arbeiten. Okay, um eine Zusammenfassung zu machen. Also, es ist noch nicht eine neue geologische Epoche, aber es wird es sein in ein paar Jahren. Also es wird mindestens vorgeschlagen werden und dann werden wir sehen. Haben wir das gemacht? Ja. War es ein Unfall? Das ist eine interessante Frage. Vor über 100 Jahren hat die Diskussion begonnen, wie CO2 oder in dem Fall Carbonsäure in der Luft uns beeinträchtigt. Die Verschmutzung durch Kohle war sehr sichtbar und auch das Verständnis, dass die Erhöhung des Kohlenstoffanteils in der Luft die Umwelt verändern wird, war auch schon bekannt. Und etwas, was Rob und Frank letztes Jahr gesagt haben, es gibt eine Kampagne, die Manager von ExxonMobil zu verurteilen, denn sie durch einige Leaks und Veröffentlichungen wissen wir nun, dass sie interne Untersuchungen gemacht haben. Und wie das diese Untersuchungen waren über die ganzen Probleme, die wir heute haben. Also es ist ähnlich wie die Tabakindustrie, die zum Beispiel über den Schaden von Rauchen wusste, bevor es an der Öffentlichkeit war. Also es war eindeutig kein Unfall. Ich möchte noch kurz einen Überblick geben über die verschiedenen Blogs und Podcasts, die ich benutzt habe für diesen Vortrag oder auch die akademischen Referenzen, die ihr gesehen habt. Das hier sind alles hoch empfehlenswerte Podcasts und Websites. Okay, das ist, wie die Opening-Zeremonie geclosed hat. Ihr kennt auch diesen Film sicher, also lasst uns anfangen, es ist sicher nicht so schwer. Thank you very much. Let's see if we have any questions. Okay, wir haben noch ein paar Fragen. Five minutes, okay. Everything from the internet maybe. Haben wir was aus dem Internet?
Ich habe eine Frage aus dem Internet, die ich gleich beantworten kann. Ja, das Anthropozän wird irgendwann enden, wahrscheinlich, wenn es andere Einflüsse gibt, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Wenn eine neue Art von Atmosphäre sich einstellen wird und zukünftige Geologen werden die nächsten Spikes finden. Wie lange das dauern wird, ihr seht da unten, es gibt aktuelle Untersuchungen dazu. Also zum Beispiel wird das Wasserlevel noch weiter steigen. Also was wir wahrscheinlich schon gemacht haben, ist den Zyklus von Warmzeiten und Eiszeiten zu durchbrechen. Frage von Mikrofon 3. Danke für den sehr tiefen Vortrag und das Update für jeden über das Anthropozän. Ich habe es schon einige Zeit verfolgt. Und der Begriff Technosphere interessiert mich. Beide Begriffe, Technosphere und Anthropozän, sind die Diskussion ist sehr intensiv und das die Begriffe, die von den Wissenschaftlern benutzt werden. Die Frage ist, dass das sehr das Problem. Die Frage ist, dass es die eine Frage. Die Mechanismen hinter unserer Ökonomie sind grauenhaft und sehen wirklich schlimm aus. Und das ist ein schlimmer Ausblick für die menschliche Spezies, aber auch für viele andere Spezies. Also laufen wir vielleicht in sowas wie eine sechste Massensterben. Das Problem wird in einer Art und Weise beschrieben, dass wir das mit einer gewissen technologischen Lösung lösen können. Aber es ist total außer Kontrolle und das verschwemmt den die es ist eine lange Diskussion, die ich schon lange verfolgt habe, aber es ist wirklich etwas, was man auf jeden Fall weiter besprechen muss. Also vielen Dank dafür. Und wenn du etwas über diese Technosphäre gehört hast, dann würde ich gerne wissen, wo es uns hinführt. Nein, habe ich nicht so direkt gehört. Ja, ich habe es aber kurz auch gebracht, diese Verschwimmung der Themen. Ich kann nur mit dir übereinstimmen. Ich werde später zum Diskutieren da oben bereitstehen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wird es jetzt